So, heute habe ich euch mal meinen Stapel der Bücher mitgebracht, die ich im Monat Mai 2011 gelesen habe. Und ich habe mich selber erschrocken, wie viel da doch zusammengekommen ist. Ich werde euch die Bücher jetzt einmal ganz kurz mit ein paar Sätzen noch einmal vorstellen. Von manchen Büchern gibt es schon eine Rezension, von anderen noch nicht. Ich werde die ganzen Links unten in die Infobox packen. Sobald wir ein Buch jetzt noch rezensiert haben, werden wir das natürlich unten noch nachfügen. Also unten einfach mal schauen, was schon davon da ist und was nicht, weil dieser Monat ist ein bisschen stressig. Das wird wohl auch den nächsten Monat noch so gehen. Und dann werden sich die Wogen wohl ein wenig glätten und alles wieder seinen normalen Gang gehen. So, als erstes habe ich hier Leben und Ansichten von Mev, dem Hund, und seiner Freundin Marilyn Monroe von Andrew O'Hagan. Marilyn Monroe ist ja auch so ein kleines Steckenpferd von mir. Jeder hat das wahrscheinlich, so ein paar Persönlichkeiten, die ihn ganz besonders begeistern. Bei mir gehört Marilyn Monroe halt dazu. Das Buch ist etwas anders, als ich es mir vorgestellt habe. Ich dachte, es würde vielleicht mehr einen Einblick in die, ja, in diese beschwingte Zeit, die so damals war, die Glanz- und Glamour-Zeit Hollywoods, geben. Aber dieser Hund ist mehr ein Philosoph. Er kommentiert und beobachtet. Er ist sehr belesen. Er kennt sich aus und er geht auch mit Marilyn zur Psychoanalyse. Natürlich trifft man die Persönlichkeiten wie Kennedy, Sinatra, Sammy Davis Jr. und so. Aber wie gesagt, es ist mehr, ja, ein philosophisches Buch meiner Meinung nach. Warum Tante Iphigenia mir einen Koch schenkte, die Geschichten meiner griechischen Familie von Eleni Torossi. Dieses Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich finde, es ist der Autorin unheimlich gut geglückt, ihre Familiengeschichte zu mischen mit den Rezepten. Ja, manchmal reißen die Rezepte ja so ein bisschen aus dem Erzählfluss heraus. Das war hier anders. Ich bin zwar Veganer, aber das eine oder andere kann ich nachstrecken. Es hat mir, auch wenn ich mit dem einen oder anderen Rezept nichts anfangen kann, sehr viel Freude gemacht, das Buch zu lesen. Dann habe ich hier von Sarah Waters Die Besucher. Ich weiß, dass Alexandra das Buch auch vorgestellt hat oder beziehungsweise es abgebrochen hat. Ihr war es zu langweilig. Ich muss dazu sagen, mir gefiel es sehr, sehr gut. Es ist anfangs mehr eine Familiengeschichte. Der Horror, wenn man da von Horror sprechen soll, baut sich also erst allmählich auf. Es ist am Anfang wirklich mehr wie eine Familiensaga und vielleicht hat dir das nicht so gut gefallen. Mich hat es ein bisschen an Rosemaries Baby erinnert. Es bleibt dem Leser halt selbst überlassen, ob er sagt, diese Familie hat eben einen kleinen Gendefekt, die sind alle nicht ganz schussecht, oder aber es spukt wirklich auf Hundred Sword. Dieses Buch verdanke ich der Rezension von Sternchen Steffi, Steffi Sternchen. Ich komme mit diesem Namen immer ein bisschen durcheinander. Jedenfalls hat Steffi aus Berlin dieses Buch vorgestellt und ich bin ihr sehr dankbar dafür, denn dieses Buch ist wirklich zuckersüß. Man stelle sich nur vor, man hat eine Tante, die kommt von einer fernen Reise wieder und schenkt einem einen Flaschengeist. Der sieht außerdem noch süß aus, ist aber nicht ganz so dienbar, wie man das von Aladdin kennt. Er bringt ihre Welt ein bisschen durcheinander und taucht auch immer dann auf, wenn man ihn eigentlich nicht so ganz gebrauchen kann. Sehr, sehr süß. Zusammen mit Sina habe ich von David Safir Jesus liebt mich gelesen. Ganz große Klasse. Wir haben einen Heidenspaß gehabt, wenn man bei so einem Thema von einem Heidenspaß denn reden darf. Ja, was würde passieren, wenn, ja, wenn ich Jesus kennenlernen würde und ich würde mich in ihn verlieben? Ganz davon abgesehen, dass Jesus nicht mein Typ wäre, weder optisch noch anders, gäbe es doch sicherlich eine, ja, eine interessante Situation. Und das hat David Safir unheimlich gut hinbekommen. Wir haben wirklich Tränen gelacht. Ganz große Klasse. Jutta Wilke, Holundermond. Ja, das Buch habe ich gerne gelesen, gerne vorgestellt. Ich sage es einfach so gern, Holundermond. Es hört sich einfach schon toll an. Ein spannender Jugendroman. Rezension findet ihr ja auch unten. Es geht nach Wien und dieses Buch war einfach spannend. Ich wollte es nicht mehr aus der Hand legen. Sehr, sehr schön. Dann habe ich hier von Martin Page Die besten Wochen meines Lebens. Begann damit, dass eine Frau mich verließ, die ich gar nicht kannte. Ja, es ist im Grunde genommen mit einem Satz gesagt, wer Woody Allen liebt, wird dieses Buch auch lieben.
Für alle anderen ist das eher nichts. Ja, Woody Allen kann mich manchmal begeistern, manchmal auch nicht. Dieses Buch hat mir gut gefallen, bis auf ein paar Kleinigkeiten. Darum würde es von mir keine 5 Sterne, sondern 4 bekommen, aber auch durchaus lesenswert. Ganz besonders süß von Emma Kennedy, Wilma und das Rätsel der gefrorenen Herzen. Ein super süßes Buch, alleine die Aufmachung. Es erinnert mich so an die Kinder- und Jugendbücher, die meine großen Schwestern hatten und die ich dann ja auch lesen durfte, an die Zeiten von Caro Buch und wie diese Verlage damals hießen. Sehr skurril, erfrischend anders, obwohl es auch wieder mal ein Waisenkind ist. Autoren lieben Waisenkinder, habe ich festgestellt. Unheimlich süß, ein kleines Mädchen, dessen größter Traum ist, Detektivin zu werden. Ja, fische ich dies doch einfach mal jetzt so da raus. Von Jesse Bullington, Die traurige Geschichte der Brüder Großbart. Ich zeige dieses Buch, ich weiß nicht, ob man jetzt diesen Effekt sehen kann. So sieht man ja hier die beiden Brüder Großbart. Wenn man das Buch ein bisschen kippt, hat man eben einen Totenkopf-Effekt vorne auf dem Cover. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe das Buch abgebrochen. Ich bin eigentlich nicht besonders zimperlich, wenn das Blut auch mal ein bisschen höher spritzt, aber im Moment war mir das einfach zu viel. Heißt nicht, dass die Brüder Großbart nicht nochmal eine Chance bekommen. Bloß im Moment überfordern sie mich ein bisschen. Ja, dann habe ich hier Arthur und die vergessenen Bücher. Ja, ein sehr, sehr schönes Jugendbuch, vergessene Bücher, Sucher und Bewahrer, eine Freundschaft, Larissa und ihr Freund Arthur. Die Kinder müssen sich halt auf den Weg machen, ein vergessenes Buch zu besorgen, es vor den Suchern zu retten. Und was mir sehr gut daran eben gefällt, dass hier die klassische Rollenverteilung einfach mal umgedreht wird. Larissa ist eher der Typ, der die jungen Arbeiten halt macht. Sie kann Schlösser knacken, sie kennt sich mit dem Computer gut aus und Arthur ist mehr das Sensibelchen. Fand ich richtig toll und ich habe jetzt auch das zweite Buch gelesen und das dritte wartet auch schon auf mich und da freue ich mich auch wieder ganz besonders drauf. Udo Grube blieb. Ja, Udo Grube ist der Mann, der Bleep und The Secret nach Deutschland geholt hat. Mit Sicherheit einige interessante Gedankengänge, aber wer viele Bücher über positives Denken gelesen hat, gut, das kann man halt nicht immer wieder neu erfinden, aber das Buch ist durchaus so zu empfehlen. Ich fand es eben auch sehr gut bei ihm, dass er herausstreicht, dass es nicht nur so ist, ich muss positiv denken und alles andere wird mir dann hinterhergeworfen. Mein ganz persönliches Highlight ist Julian Fellows, eine Klasse für sich. Dieses Buch ist für mich wirklich das Highlight des Monats Mai gewesen. Es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, dieses Buch zu lesen. Es lebt halt von den kleinen Spielchen, die es im gesellschaftlichen Miteinander gibt, gerade unter Ehepaaren, die sich nicht mehr ganz so gut können. Es gibt einen tiefen Einblick in die Gesellschaftsform Englands und wie sich die Aristokratie oder die Upper Class ein bisschen verabschiedet. Ganz, ganz toll, unheimlich viel englischer Humor drin. Ich habe mir jetzt auch gestern auf dem Wühltisch, fiel es mir in die Hände, noch das Buch Snaps von ihm geholt, das ich auch unbedingt lesen wollte und bin ganz froh, dass ich das gestern noch entdeckt habe. Dann kommen wir zu Seth Graham Smith, Abraham Lincoln, Vampirjäger. Abraham Lincoln brauche ich nicht erklären, Präsident der USA. Er hatte halt noch ein geheimes Leben, er war Vampirjäger. Sehr, sehr gut gemacht, diese Mischung oder die Biografie, die jetzt versehen wurde mit einem ordentlichen Schuss Fantasy. Wirklich gut gemacht, es wird verfilmt momentan. Tim Burton ist als Produzent tätig. Den Film werde ich mir auf alle Fälle auch anschauen. Sehr schön, schöne Idee. Ja, dann kommen wir zu Janine Kroc, Wind der Zeiten, ein Highland-Roman mit ein wenig Fantasy, es geht um Zeitreise, ja, es ist auch, sowas mag ich ja immer ganz besonders, wenn vorne dann auch eine Landkarte drin ist. Ja, es war sehr unterhaltsam, es zu lesen, kurzweilig, es kam keine Langeweile auf, erinnert ein bisschen an die Gabaldon-Saga.
ist aber doch wieder ganz anders. Es ist ja auch nur ein dickes Buch und nicht ganz viele. Sehr schönes Buch, einfach mal für zwischendurch, sehr zu empfehlen. Ja, und dann dieses Buch von Ass Edition, Rose und die verschwundene Prinzessin. Ich hatte im Vormonat den anderen, den ersten Teil davon gelesen, habe jetzt den dritten Teil auch im Schrank. Es ist eine super süße Serie. Ich fand es auch wirklich vergleichbar mit Harry Potter. Hätte ich damals die Wahl gehabt, Harry Potter oder Rose, hätte ich mich nicht entscheiden können. Sie sind beide wirklich super süß. Es ist wieder ein Waisenmädchen, das in den Haushalt eines Zauberers kommt und selber magische Fähigkeiten hat. Ja, wie ihr seht, war ich gut bedient diesen Monat. Ich weiß nicht, wie es oder letzten Monat, wie es diesen Monat wird, weiß ich noch nicht so genau, aber es sind doch schon wieder ein paar Bücher aufgelaufen. Ja, das waren meine Bücherschätze diesen Monat. Ich bin gespannt, was ihr so alles auf Lager habt oder gelesen habt. Wir sehen uns mit den Büchern, die ich gelesen habe, nächsten Monat wieder. Aber bis dahin gibt es natürlich noch jede Menge Rezensionen von uns. Bis dahin, ciao.